Hallo und herzlich willkommen Leute auf unserem Kanal FIFA Unlimited. Und heute werde ich mal ein bisschen anderes Video machen. Und zwar werde ich heute die Team of the Week Prediction Nummer 9 voraussagen. Und das habe ich jetzt noch nie gemacht, deswegen bin ich auch mal gespannt, wie das so bei euch ankommt. Und hatet bitte nicht, wenn ihr da anderer Meinung seid. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das so als Inform gerne sehen würdet. Und dann würde ich sagen, springen wir auch gleich mal in die Prediction hinein. So, hier haben wir jetzt zum ersten Mal, der erste Spieler ist der Sorrentino, ist ein Torhüter, der hat 8 Paraden gemacht. Dann kommen wir zu Van der Wiel, der hat einen Tor und einen Assist gemacht. Dann kommen wir zu Ginter, der hat ebenfalls einen Tor und einen Assist gemacht gegen Schalke, auch noch in einem Derby. Maro hat 2 Tore gemacht bei einem 2:1-Sieg. Shawcross hat ein überragendes Spiel gemacht und wurde auch noch als Man of the Match gewertet. Evra hat ebenfalls ein Tor gemacht. Dann kommen wir zu Dan, der hat auch ein Tor gemacht. So wie Kondogbia ebenfalls bei einem 1:0-Sieg. Parejo, der hat 2 Tore und 2 Assists gemacht. Also das ist schon mal richtig stark. Der sollte safe seinen Inform haben. Hat auch ein überragendes Spiel gemacht. Dann gäbe es da noch Paco Alcácer. Der hat nämlich 2 Tore geschossen und ein Assist gemacht. Der hätte auch einen Inform bekommen können, aber ich denke eher, dass Parejo den Inform bekommt. Mukancho hat 2 Assists und ein Tor gemacht, ist auch in der Torjägerliste der Führende mit Zlatan Ibrahimovic. Anderson hat einen lupenreinen Hattrick gemacht, das heißt 3 Tore binnen einer Halbzeit. Und Arnautovic hat noch ein Tor gemacht beim 1:0-Sieg gegen Chelsea, aber bei dem bin ich mir nicht so ganz sicher, ob er einen Inform bekommen könnte. So, wir kommen zur zweiten Hälfte. Da haben wir Akius, ein Silberspieler, 2 Tore geschossen. Dann kommen wir natürlich zu Douglas Costa, der hat ein Tor und ein Assist gemacht. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht einen Inform bekommen, das wäre überragend. Dann Konoplyanka, der hat 2 Assists gegen Real Madrid gemacht, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, aber der könnte einen Inform bekommen und hat auch ein sehr starkes Spiel gemacht. Dann Neymar, ein Tor, ein Assist, ein überragendes Tor von ihm. Dann Smolov, der hat 2 Tore gemacht bei einem 2:1-Sieg gegen ZSKA Moskau und ZSKA Moskau steht auf dem Tabellenplatz Nummer 1, so der könnte auch einen Inform bekommen. Dann haben wir hier noch Griffiths, der hat 2 Tore und ein Assist gemacht. Dann haben wir Murphy, der hat einen Hattrick gemacht. Dann haben wir Ilicic, der hat 2 Tore geschossen. Lacazette, der hat einen Hattrick gemacht. Dann haben wir noch so einen Koreaner, der heißt Tai oder so. Der hat 4 Tore gemacht, das heißt, er bekommt 4 Tore. Das heißt, er bekommt safe in Form, vielleicht sogar ein Hero. Und zu guter Letzt haben wir noch Salomon Kalou, der einen Hattrick geschossen hat. So Leute, ich hoffe, dass euch diese Prediction gefallen hat. Schreibt mal in die Kommentare, wen ihr gerne sehen wollt. Und das war's dann von mir, Leute. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao!